Wenn es schnell gehen muss, sind sie zur Stelle. Die Retter von der Feuerwehr. Meine Freunde, sie sind da alle hinten. Oh. Zeigen Sie uns doch bitte, wo das ist. Im Gebäude starke Verqualmung. Circa 13 weitere Personen vermisst. Hallo, hallo, Feuerwehr! Abends 17:30 in Delmenhorst. Einsatzalarm für den Rettungsdienst. Petra und Sven haben in dieser 24-Stunden-Schicht Dienst auf dem RTW 4. Das Alarmprotokoll kündigt einen medizinischen Notfall an. Erstmal einen gewissen Sicherheitsabstand, ne? Ja. Nur, dass du Bescheid weißt, weil unklar ist. Noch ist wenig über den Einsatz bekannt. Ist es ein Arbeitsunfall? Muss der Notarzt nachalarmiert werden? Und wie gefährlich ist der unbekannte Stoff? Baubetrieb statt der Horst, das muss es ja sein. Du hast das Ziel erreicht. Ja, wo soll das denn jetzt sein? Da ist der Einweiser. Haben Sie auch was eingeatmet? Okay, kommen Sie vorne wieder mit hin. Wie groß ist das denn genau? Da hinten. Ja, also einmal rein und dann gehe ich mit rein. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, das ist halt, nach dem Robert eingeatmet. Ich setze Sie jetzt mal mit rein. Wir müssen irgendwo noch dahin. Ja, okay. Ja, vor Ort ist uns eine ganz aufgeregte Person entgegengekommen, die auch über Atemnot klagte und Beschwerden. Und hat uns dann aber relativ schnell mitgeteilt, dass da noch viele weitere Personen betroffen sind, die wohl in einer Lagerhalle sich befinden. Dort gab es wohl eine Party und die haben da gegrillt und da gab es wohl irgendwie eine Verpuffung. Das waren so die ersten Informationen, die wir dann von dieser Person hatten. Unübersichtliche Lage, unübersichtliches Gelände. Die Retter müssen sich auf dem weitläufigen Areal erst einmal orientieren. Wo müssen wir hin? Ja, da. Da ist ein weiter Begriff. Steinbach ist hier? Was soll das denn? Steinbach ist da. Überraschung. Der oberste Rettungsdienstler ist schon vor seinen Kollegen am Einsatzort. So, wo müssen wir denn hin? Beim Herangehen an die Lagerhalle habe ich meinen Leiter Rettungsdienst gesehen, der da mit der Kamera an der Seite stand. Und habe ich gesagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Wieso ist der denn schon da? Den habe ich doch noch gar nicht nachalarmiert. Und dann weiß man schon, dass es sich um eine Übung handelt. Der Beginn einer Großübung, wie sie höchstens einmal im Jahr stattfindet. In die Planungen ist immer nur ein kleiner Kreis eingeweiht. Die Bedingungen sollen so realistisch wie möglich sein. Leitstelle von 1,3 bis 4. Wir haben eine starke Verrauchung hier. Okay. Das Übungsszenario? Ein Großeinsatz mit zahlreichen Verletzten. Allerdings, hier sind die vermeintlichen Opfer beschriftet. 20 Mann. Ja, bestimmt 20 Mann. Wir würden gerne Mann 25 auslösen. Das ist ein Massenanfall von Verletzten. Man weiß jetzt nicht, sind es 10 oder 20 oder vielleicht 30. Ist noch relativ unklar. Und dementsprechend muss man halt dann Kräfte nachfordern und relativ umfangreich nachalarmieren. An der Großübung sind alle Rettungsorganisationen Delmenhorsts beteiligt. Die Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr und verschiedene Rettungsdienste. Insgesamt sind 95 Einsatzkräfte und 23 Fahrzeuge dabei. Wir haben zwei Personen aufgenommen. Da hinten, von dem Gebäude, Verqualmung. Lage des Verteilers vor das Rolltor. Unsere Kräfte sind auf diese Situation vorbereitet, theoretisch natürlich, aber ganz viele unserer Mitarbeiter waren noch nie in dieser Situation und das ist natürlich Stress. Und in dieser Stresssituation, wenn sie dann merken, dass das, was wir ihnen beigebracht haben, das, was sie täglich trainieren, dass das auch funktioniert und dass der Körper das auch so umsetzt, blenden sie alles andere aus und viele befinden sich dann in dieser Übung, in dieser Lage und merken bis zum Schluss gar nicht, dass es eigentlich eine Übung ist. Der Angriffsdruck geht jetzt vor zur Brandbekämpfung. Fahrzeuge versetze ich jetzt.
müsste das H-Lift dann da vorne hinkommen, das Drehleiter hier hin und das G-Lift dahinter und dann baut dann die Wasserversorgung auf. Der 26-jährige Erik macht eine Ausbildung zum gehobenen Feuerwehrdienst. Heute soll er sich als Einsatzleiter bei der Großübung bewähren. Ich habe jetzt noch nicht so häufig größere Einheiten geleitet. Und da will man natürlich auch nichts falsch machen. Und da fährt man natürlich auch unter Adrenalin dann dahin. Ne? Es gibt eine verschlossene Tür nach links, die bleibt zu. Verstanden. Die Türen, um die es geht, sind alle offen. Okay, alles klar. Das ist die Übungskünstlichkeit. Wenn zu weit nach links geht, machen wir eine Alarmanlage scharf, wollen wir nicht. 26 Minuten nach dem Alarm schickt Erik den ersten Angriffstrupp in das Gebäude. Um die Situation möglichst authentisch zu gestalten, ist Disco-Nebel im Einsatz. Hallo? Hallo, Feuerwehr! Ist hier jemand? Ich krieg keine Luft. Auf den Patientenkarten sind Symptome vermerkt, die sich die Übungsleiter für die Verletzten ausgedacht haben. Gefunden. 14 Laiendarsteller von Jugendfeuerwehr und DLRG spielen die Opfer. Dass die Übung in Delmenhorst stattfindet, wurde ihnen im Vorfeld nicht verraten. Auch Einsatzleiter Erik war nicht informiert. Aktuell haben wir jetzt die Einsatzabschnitte einmal jetzt gefahren ab hier, okay. Den du jetzt führst, okay. Und dann den Abschnitt Rettungsdienst und den Abschnitt Bereitstellungsraum. Wie viele Trupps sind jetzt drin? Ein Trupp ist drin, ein Sicherheitstrupp hast du jetzt draußen. Mhm. Erik hat hier wichtige Abschnitte gebildet, das ist das A und O bei so einem Einsatz und deswegen kann sich der Einsatz dann auch gut entwickeln. Beide, alle drei G-Fähig, okay. Ja, alle drei G-Fähig? Alle drei G-Fähig. Was dann? Nehmen wir die Maske ab. Beide. Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehr, die Errichtung der Patientenablage, eine Art Feldlazarett. Die RTW-Besatzungen üben die Priorisierung bei der Erstversorgung von Verletzten. Wer kann warten, wer muss sofort ins Krankenhaus? Man muss sich alles durchlesen. Einen realen Patienten sieht man das an, was er hat. Ne? Ob er verletzt ist und wie schwer er verletzt ist. Ob er atemnötig ist. Und diese Laiendarsteller, die mussten das ja spielen. So, und da muss man sich erstmal alles durchlesen. Ist ein bisschen komplizierter, finde ich, als im Ernstfall. Ja, irgendwo sind noch welche. Warte, nee, ich habe schon alle verteilt. Und die Dinger fallen hier auch langsam, lösen die sich hier auch in Luft auf. Feuerwehr, Johanniter, Malteser, ASB, Rotes Kreuz und DLRG sind an der Übung beteiligt. Die Zusammenarbeit klappt im Ernstfall nur, wenn sich alle an die Abläufe halten, die im MANF-Konzept festgelegt sind. Man hat schon gemerkt, wenn viele unterschiedliche Organisationen zusammenarbeiten, dass man eben an der Kommunikation, an der Ordnung des Raumes, dass man dort sehr viel Wert legen muss. Aber der Zugführer hat seine Sache gut gemacht, dafür, dass er eine Ausbildung ist. Also im Großen und Ganzen, das erste Resümee, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, ist die Übung positiv gelaufen.